82 Millionen Menschen leben in Deutschland und jedes Jahr wollen hier über 400.000 Menschen aus der ganzen Welt ein neues Leben beginnen. Und das ist mein Zimmer. Also ja, das Problem ist, es gibt kein Bett und ich schlafe jetzt am Couch. Menschen wie Sharon, Deck, Franco oder Denisa. Doch der Start in Deutschland ist nicht immer leicht. Wir begleiten vier junge Einwanderer über ein halbes Jahr bei ihrem Abenteuer. Das ist Hello Germany, die Einwanderer. Der 22-jährige Peruaner Franco ist mit seiner Kontaktfreudigkeit eine echte Herausforderung für so manchen Deutschen. Seit vier Wochen ist der offene Südamerikaner schon in Köln, um sein Auslandssemester zu machen. Nahezu jeden Tag lernt Franco hier neue Freunde kennen, mit denen er viel Zeit verbringt. Doch statt um seine Freunde sollte er sich dringend mal um einen Job kümmern. Denn so langsam schwindet sein angespartes Startkapital von 4.000 Euro. Noch in Peru wollte er online eine Wohnung in Köln mieten. Dabei ist er an Betrüger geraten und überwies 700 Euro für eine nicht existente Wohnung. Es war fake und sie haben mein Geld gestohlen. Mittlerweile hat er ein Zimmer in einem Vorort von Köln bei Vermieterin Jana gefunden. Ich mag es, etwas außerhalb zu wohnen. Das ist noch typisch deutscher als in Köln. Wie es in Peru üblich ist, lädt Franco seine Freunde zu sich nach Hause ein. Schwierig ist dabei nur, dass der 22-Jährige wirklich mit jedem sofort Freundschaft schließt. Vermieterin und Mitbewohnerin Jana fühlt sich nicht sicher mit so vielen Fremden im eigenen Haus. Und dann denke ich nur, okay, wenn du jetzt irgendwann, wenn ich jetzt nicht zu Hause wäre, was passiert dann? Er kann ja auch keine Garantie geben, er hat die ja auch gerade alle erst kennengelernt. Ja, zum Warmwerden braucht Franco keine Anlaufzeit. Keine 10 Minuten war er im Land, da hatte er gleich einen Flirt mit einer jungen Italienerin. Wie steht es um sie? Sehen sie sich noch? Unsere Beziehung ist noch nicht ernst, aber alles cool. Jana hat dabei noch ein Problem mit ihrem neuen Mitbewohner. Ist alles voller Haare. Die Badewanne hier auch überall, habe ich gerade wieder abgespült, aber es ist einfach nicht möglich, weil die Haare hängen überall. Ob hier der Haussegen bald schief hängt? Denisa ist 23 und aus Albanien. Wird sie es schaffen, sich auch nach ihrem Au-pair-Jahr hier etwas aufzubauen? Mittlerweile ist Denisa seit knapp 4 Monaten als Au-pair bei Familie Senatore in Wiesbaden. Besonders wichtig ist, ihr Deutsch zu lernen. Eine Biene fliegt dreimal so schnell wie eine Fliege. Seit 3 Wochen ist Denisa an einer neuen Sprachschule, statt in Wiesbaden, nun im rund 100 Kilometer entfernten Gießen. Sie tut alles für ihre Integration. Außerdem geht es ihr aber auch darum, Anschluss zu finden. Wir sehen uns jeden Mittwoch. Etwas machen. Ja, essen gehen oder einkaufen. In Juliette aus Frankreich und Kelsey aus den USA hat Denisa endlich Freundinnen gefunden. An der alten Schule hatte das nicht geklappt. Ich habe keinen Freund. Ja, ich habe echt keine Freunde da. Und hier ist einfach, weil wir reden alles Deutsch. Das ist gut. Ja. Doch jetzt sind erstmal Ferien und die Freundinnen sehen sich 2 Wochen nicht. Weiter geht es mit Engländer Declan. Der 25-Jährige kommt gebürtig aus London und hat sich Deutsch unter anderem mit Hilfe von YouTube beigebracht. Im April kam er mit 7.000 Euro Startkapital nach Köln, um seine Geschäftsidee, an der er schon 2 Jahre arbeitet, zu verwirklichen. Also ja, die Idee ist, dass ja, man schließt sein Fahrrad in einem sicheren Platz, was von Metall oder so umgeben ist. Deck möchte also Fahrradgaragen in der Kölner Innenstadt aufstellen, die man mieten kann, um so das Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Bei immerhin 8.100 Fahrraddiebstählen letztes Jahr allein in Köln keine schlechte Idee. Aber dafür auswandern und die Heimat verlassen? Der Hauptgrund ist eigentlich, dass so viele Menschen hier Rad fahren. In England gibt es eigentlich nicht so viele Menschen, die Rad fahren. Ich glaube, es wird erstmals 3.000 Euro kosten, um ein App zu bauen oder so, was ich glaube, selbst machen könnte. Wenn er sich da mal nicht verrechnet hat. Hilfe in der Planung verspricht sich der Junggeselle beim Treffen internationaler Einwanderer. Doch da wird deutlich, es gibt noch Lücken in seinem Geschäftsmodell. Bekommt man ein Zahl oder so, ein Nummer, womit er auf einer Tastatur etwas machen könnte und dann springt das einfach auf. Wenn es dann mit Stromausfall. Sorry? Wenn es gibt einen Stromausfall, das ist der Problem. Okay.
Ja, wie man in Decks Gesicht sieht, sowas wie einen Stromausfall hat er in 2 Jahren Planung wirklich nicht bedacht. Sehr smart, Deck. Der Risiko ist, dass es gibt keinen Strom, gibt kein Schloss. Es gibt, ich glaube, ein paar Probleme damit, worüber ich noch nicht überlegt habe. Aber weil Deck seine Idee nicht aufgeben will, hat er kurze Zeit später einen Termin bei einem Start-up-Berater gemacht. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Dankeschön. Ja, alles gut bei mir. Alles gut. Für Deck geht es heute darum, mit Berater Kamil herauszufinden, ob er an seiner Radgaragen-Idee festhalten soll. Ja, genau. Also ja. Wie groß ist dieses Problem in meinem Kopf, dass ich mir extra eine App suche, dass ich extra nach Garagen suche, dass ich mein Verhalten ändere und vielleicht dann auch noch dafür bezahle? Der Rat des Experten daher, Deck muss Feldforschung betreiben. Ja, super. Was schade wäre, wenn du jetzt einfach ein halbes Jahr da an deiner App arbeiten würdest. Ja. Und dann merkst du, boah, eigentlich will das gar keine Ahnung. Und Deck nimmt sich den Rat zu Herzen. Wenige Tage später fragt er nach, da wo hunderte Fahrräder stehen. Wie käme die Garage an? Was denken Sie daran? Mir sind schon 2 geklaut worden. Okay. Aber von daher ist das so 1 Euro am Tag, wenn ich rausfahre. Das ist eine Kleinigkeit. Ja. Also ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, weil in Köln oder in Großstädten ja generell total oft Fahrräder geklaut werden. 2 Stunden lang spricht Deck die Menschen an und stellt seine Idee vor. Viele der Passanten können sich tatsächlich vorstellen, seine Fahrradgarage samt App zu nutzen. Ja, also ja, ich habe eigentlich sehr gutes Feedback bekommen. Doch damit gibt sich Deck noch nicht zufrieden. Als nächstes würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich ins Land gehen würde oder so. Oder zum Beispiel irgendwo außerhalb der Stadtmitte. Na, ob es auf dem Land die Probleme gibt, die seine App lösen kann? Ungewiss. Zurück zu Denisa. Die 23-jährige Albanerin arbeitet für 1 Jahr als Au-pair in Wiesbaden. Auch danach will sie weiter in Deutschland arbeiten oder studieren. Auf ihrem Heimweg von der Sprachschule in Gießen erlebt sie am Frankfurter Bahnhof einen wahren Kulturschock. Da gibt es sehr betrunkene Leute mit Kiste dem Bier und trinken die ganze Zeit. Ist das erlaubt hier? Es ist zumindest nicht verboten. In Albanien hätte es sowas nicht gegeben. In Albanien gibt es keinen Zug. Dann bleiben Saufgelage im Zug wohl weiterhin ein deutsches Privileg. Zu Hause warten bereits Gian Pio und seine Schwester, mit denen Denisa gern spielt. Nein, ist nicht faul, das ist Basketball. Und morgen geht's so weiter. Engländer Declan kriegt Besuch. Seine Familie aus London will wissen, wie er in Deutschland lebt. Doch die Gefühle sind gemischt. Und Franco lässt Jana allein zurück. Morgen bei TAF.